Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Trails of Mana. Ja, wir sind auf dem Weg zum Portal. Ich muss ganz kurz gucken, was wieder die richtigen Tasten sind. Wir sind auf dem Weg zum Portal und ich mach ganz kurz bei mir leise. So, wir sind auf dem Weg zum Portal zum dritten Mal, denn wir müssen die schützenden Schwingen suchen, die da ja zum Glück stehen, deswegen weiß ich es noch. Um zum Portal hochfliegen zu können, weil es ja ganz weit oben ist. Alle anderen Bösen sind natürlich schon durch, nur wir hängen wieder hinterher. Toll. Wer auch immer die schützenden Schwingen sind, ich vermute ein Einhorn. Keine Ahnung, so ein Löwenflügelding da. Chimera. Chimera, glaube ich, heißt das. Das ist es doch bestimmt. Eine Chimera. Die haben noch Flügel, ne? Himmlischer Gipfel. Sieht sehr himmlisch aus. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf Kuchen. So einen himmlischen Kuchen. So luftig leicht. Oh, voll geil. Weiß ich auch nicht, warum. So, hier gehst du bestimmt wieder Kaktus Fratzels. Ich meine, ich kann es auch einfach gar nichts geben. Testen, ob man erstmal runterfallen kann. Das ist sehr wichtig. Hey, ich stand da gar nicht, du. Jetzt ist auch egal. So, ich muss mich sowieso erstmal wieder so ein bisschen dran gewöhnen. An das, was hier abgeht. Hauptsache nochmal Schutz machen. Voll useless, ey. Voll useless, die Alte. Voll useless. So, hier unten war das irgendwo. Over. Hier. Meine Güte. Das ist bestimmt was Lohnenswertes. Ein Bonbon oder sowas. Naja, gut, ein Silber-Sachensamen, da bin ich jetzt aber wirklich für. Das finde ich wirklich gut. Ich wollte schon sagen, wo tauchen die denn auf? Die waren irgendwo, ich weiß nicht, die hängen auch fest, glaube ich. Das ist ein bisschen fies, dass er das auf diesem kleinen Ort macht. Das ist ein bisschen fies. Dann soll er mal lieber aufhören. Hey. Die Hitbox ist ein bisschen eigenartig, oder? Ich meine, ich stand neben ihm, als ich Damage bekommen habe. Aber egal. Einfach ignorieren. Das war Rennen, ne? Ja, Rennen kann ich auch noch. Gut. Ein bisschen Geld. Ja, kann man auch immer. Kann man immer mitnehmen. Das Wichtigste ist mir eigentlich Kaktus Fratz. Sehr gut. Voll getötet. Okay, in die Richtung ist Sackkasse. Habe ich das hier alleine gemacht oder was? Naja, mehr oder weniger. 1200. Oh, da hätte ich jetzt gern doppelt bekommen. Das wäre schön. Hätten wir 2000 XP bekommen. Hm? Nee, nur ein Stein. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Spinnen! Muss er ja reinspringen, ne? Ich hasse Spinnen. Ein Boncher. Sind wichtig. Ich glaube, die sind ein bisschen überfordert mit uns. Ich habe gerade R1 und R2 gedrückt, weil ich Digimon-mäßig tauschen wollte. Habe ich schon erwähnt, dass ich froh bin, dass wir wieder Digimon spielen? Bin ich echt froh drüber. So, da unten ist nix. Werden wir gleich angegriffen. Pff, nicht mal das. Life ist so enttäuschend. Magic flow through me.
Erledigt. Ja, doppelt es. Resi ist fast Level 37. Hallo? Aha, ich weiß nicht, die spackt irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich gucke nur ganz kurz, ob hier irgendwas ist, was man eventuell wegig übersehen könnte. Kann sie ruhig die ganze Zeit einsetzen, finde ich eigentlich gut. Finde ich gut, wenn sie das eigentlich die ganze Zeit einsetzt. Auch wenn es kein Bosskampf oder so ist, aber... Mein Gott, ich glaube, so viel MP verbraucht das nicht und sie hat dann... Ich glaube, das geht schon. Sind wir da jeden Weg gegangen? Die Map sieht da oben so verschlungelt aus und wir haben halt keinen Kaktusfratz gefunden. Wir waren eingekesselt. Ja. Auch bald wieder Level Up, das ist schön. Ja, wir sind auch gleich schon oben, so wie es scheint. Zumindest beim nächsten Checkpoint. Keine Ahnung. Beim nächsten Punkt. Vielleicht sehen wir ihn ja gleich hier lang fliegen oder sowas. Was zum Teufel? Ist es das? Der fette Drache mit den Miniflügeln? Oh Mann, kein episches Ding. Ah, der ist aber süß. Okay, der ist süß. Eingebildet oder was? Please step back. I can handle this. Oh, I see. You are a girl dragon, are you not? Our mistake. I shall give you a cute name as an apology. How do you like Flammy? Lovely. Flammy it is. I am sorry to ask, but we are short on time. Would you please take us to the portal in the sky above Oblivile? Das war's? Es ist immer noch ein fetter Drache, aber ist trotzdem süß. Deine Vertrautheit mit Flämmchen hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Gemeinsame Fähigkeit Flämmchen erhöht den MP-Grundwert um 20. Nur das brauche ich nicht. Wir haben jetzt Flämmchen im Team. Und kein Kaktusfratz gefunden, aber Flämmchen. Oh, wir wollen ein Kaktusfratz. Darf ich jetzt überall hinfliegen? Mit Flämmchen? Nicht zum Portal fliegen, ich will mich überall umgucken. Fliege ich nicht dahin. Nein, Flämmchen. Du hast Haare in den Ohren. Wenn das ist jetzt mein Hund, dann müssen wir da aber schnell wieder rausnehmen, sonst gibt es Entzündung. Dürfen wir jetzt selber?
Sind wir schon durchgeflogen? This is the sanctuary of Mana. Scheinbar. Huh? But these are the troops that went into the sanctuary before us. They slaughtered each other. Tschüss, Flämmchen. Heiligtum des Manas. Someone else may reach the Sword of Mana before us. Pick up the pace. We can't let someone else take it. Wir sind alle tot? Krass unterwegs. Wenn schon was, wenn das hier schon da ist, warum nicht? Ich meine, es ist gerade da. Feennuss und Elementararmreif. Oh, die kriegen wir auch sehr häufig. Ich frage mich, ob es noch andere Nüsse gibt. Nach Gold noch was ein bisschen wertvoller oder so. Okay, auf Leichen rumspringen können wir. Ja, Schattenhieb. Ich denke mal, hier wird es ein bisschen härter werden langsam, wa? Besonders gegen diese Golems hier. Aber auch levelintensiv. Geil. So, ich wollte aber hier lang. Oder wollte ich hier lang? Ich weiß es nicht. Wo will ich lang? Gehen wir erstmal in die andere Richtung. Gehen wir erstmal hier lang. Ich sehe nichts. Strengthen! Auf jeden Fall haben wir hier alle die Beastmenschen. Da war voll Rinnerand. Ups. Wollte gerade Blocken drücken. Aber egal. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Achso, ist das. Gibt da noch was? Und aber tot da, den Hund. Gleich Level up. Jetzt sind wir Level 38. Da fehlt uns nur das Klassen-Item. Und Mana-Stein. Da magicken. Ja, Level up. Level 38. Wechsel zu Klasse 3. Sobald du Stufe 38 erreicht hast, kannst du bei der besonderen Mana-Statue im Heiligtum des Mana einen Klassengegenstand verwenden, um von Klasse 2 zu 3 zu wechseln. Die Fragezeichen-Samen, die du in Schatzkisten findest oder von Gegnern erbeutest, wachsen zu Klassengegenständen heran, wenn du sie in einem magischen Topf anpflanzt. Ach, naja, dann wissen wir jetzt ja auch. Also wir dürfen jetzt auf jeden Fall Level, Klasse wechseln, nicht Level abgehen. Brauchen dafür aber neue Samen. Und wir können das nur im Heiligtum des Manas. Also hier. War die Statue am Andi? Die meint doch bestimmt eine andere Statue hier, oder? Was ist das? Ein neuer Weg ist erschienen. Ach so, Abkürzung. Okay. I have get it. Aua, warum denn da? Hä? Da war doch gar nicht mehr. Können wir uns da vorne gleich erstmal heilen? Kann ich die jetzt überall? Ich guck gerade, ob ich die Dinger bekomme. Ich gehe mich mal ganz kurz heilen. Deswegen ist hier auch der Topf. Aber gut, wir haben keinen. Wir haben nicht diese besondere Mana-Statue. Hm.
Wir haben nicht die besondere Mana-Statue. Aber ich denke mal, die wird irgendwo hinten beim Baum stehen. Na, da hinten ist eine Sackkasse, deswegen müssen wir gerne nochmal ganz kurz zurück. Ah nee, das ist auch eine Sackkasse. Okay, gut. Sehe nix. Ich kriege die ganze Zeit, ob sie die Samen hier verlieren. 111, 110. Ha, ich will das Geld. Die Samen. So, da müssen wir jetzt runter. Dann haben wir hier alles mitgenommen. Okay, das sind also auch einfach diese random Samen, wie wir sie schon überall gefunden haben. Mist. Die mag gerne MP machen. Können wir da nicht lang? Können wir sogar. Weil es sieht doch nach dem Weg gerade aus. Oh, wir wegen einem Bonchan, na toll. Hat sich ja gelohnt. Bonchas. Okay, den Weg haben wir geöffnet, denn... Ich wollte schon wieder Blocken drücken. Das kommt, weil ich schon wieder Blocken gedrückt habe. Die Technik mache ich, weil ich Blocken drücke. Naja, 1706 ist auch geil. Silber. Mann, ich will Fragezeichen-Dinger jetzt finden. Ich denke mal, wir kriegen nachher, kurz bevor es da losgeht, glaube ich, echt geschenkt, oder? Jetzt will ich aber. Da kriegen wir das bestimmt geschenkt. Kriegen wir garantiert irgendwas. Heilmittel gerade verwendet oder was? Naja, gut, von mir aus. Okay, da nach rechts ist eine Sackkasse. Mental Boops, Boost. Auch hüpfen. Silbersachen, ach man. Das machen die doch jetzt extra. Aber wenn wir jetzt mit Level 38 erreicht haben, dann ist es ja eigentlich das, was wir erreichen sollen, wa? Oder das, dann haben wir ja derzeit das Level, was wir haben sollen, wa? Ja, ist ja gut, eskalier hier nicht. Sehr schön, auch Level 38. Jeder kann jetzt. Ein neuer Weg ist erschienen. Da wird es gleich sein, wa? Ja, da wird es gleich sein. Vorher gehen wir nochmal zurück und speichern. Weil bestimmt da irgendwas Bossmäßiges gleich abgeht, oder? Vorher möchte ich auch nochmal ganz kurz leveln. Ja, mein Glück. Ich glaube, das ist Crit-Damage dann. Ups. Ja, ich möchte gerne, dass du Provokations lernst. Erhöht den Grundwert für Verteidigung und Magieabwehr bei Aufladungsangriffen. Das kann weg. Glück, Stolz, Provokation. Ich möchte, dass er nämlich mehr angegriffen wird. Und er ist halt so ein bisschen unser Tank oder so, keine Ahnung.
Er fühlt sich halt so ein bisschen tankig an. Da ist, glaube ich, schon die Mana-Stadt. Oh, ne, da vorne ist auch eine. Da können wir doch bestimmt auch speichern, oder? Ja, es sieht so aus, als ob wir da auch speichern können. Ist das jetzt die heilige? Ja, das ist, glaube ich, die heilige Mana-Statue. Aber ich habe das Klassen-Item nicht. Benutze die Mana-Statue des Heiligtums des Manas, um zu einer anderen Klasse zu wechseln. Bei jedem Klassenwechsel wird dein Charakter stärker. Benutze Fragezeichen Samen, um... Ich habe aber keine bekommen. Das ist Mobbing. Ich meine, for real, das ist Mobbing. Ich kann nicht, oder? Who is switching classes? Ja, ich. Try to switch your class. Ja, will ich. Klasse wechseln. Looks like you don't have the class item that you need to switch to a new class. Cheer up. We can try again later. Oh, Manu! Weil wir keine gefunden haben. Warum liegt hier irgendwas rum? Vielleicht da hinten in der Ecke. Das ist so ein Eckending. Ah, ich brauche kein Geld. Wollt ihr mir jetzt echt erzählen? Ich bin jetzt hier und kann aber nicht... Voll das Mobbing. Jetzt wird Sonnernacht. Dryadentag. Heute ist Holzmagie. Haben aber auch nichts übersehen, ne? Oh, die hätten dann richtig das... Ich habe auch noch nie mal ein Kaktusratz gefunden, aber gut. Mann. Mann, ja, genau. Mobb mich ruhig weiter, danke. Scheiße. So, einmal speichern und dann laufen wir weiter. Voll fies, ey. Die hätten einem wenigstens ein Fragezeichen Samen geben können. Bevor ich hier ankomme. Ich meine, wir sind alle Level 38, wir haben alle das Level erreicht, aber wir haben keinen Klassensamen bekommen. Ich hoffe ja, dass wir den gleich irgendwie wenigstens in der Kiste finden. Wenigstens ein für irgendjemanden. Ich weiß es nicht. Aber gut, ich denke mal, wir kriegen die Fragezeichen-Dinger oder die Klassengegenstände. Denn nur für unsere Leute, die wir dabei haben, ne? Nicht irgendwie für Angela oder Charlotte, das wäre irgendwie... Was auch immer das sein wird, das wird da bestimmt stehen. So. Jetzt müssen wir aber erstmal weiterlaufen. Schade.